In Grevesmühlen, das liegt in Mecklenburg-Vorpommern, haben erneut hunderte Menschen gegen den Bau einer Flüchtlingsunterkunft demonstriert. Die Bauarbeiten für die Containerunterkunft für 400 Flüchtlinge in dem 500-Einwohner-Dorf, sie laufen bereits. Die Demonstranten protestieren vor der Kreisverwaltung. Dort wurde gerade beraten in der Politik. Es geht um die Unterbringung von Geflüchteten. Die Unterbringung stellt auch den Landkreis Vorpommern-Greifswald vor Herausforderungen. Aus den Kommunen kommen immer wieder Signale, dass sie an ihre Grenzen gelangen. Und Reporter Max Hermes ist heute Morgen in Grevesmühlen. Max, gestern gab es eine Sitzung von 11 Bürgermeistern. Was ist da herausgekommen? Vor allem ging es darum, ob die Geflüchteten, die 400 Geflüchteten, die jetzt nach Upa kommen sollen, ob die möglicherweise besser verteilt werden können auf die 11 Kommunen, die da jetzt gestern auch mit am Tisch saßen. Und herausgekommen ist leider, das muss man aus Upaler Sicht sagen, nicht viel. Denn es wurde gesagt, mittelfristig soll die Unterkunft möglicherweise wieder abgebaut werden oder reduziert werden, wie viele Geflüchtete dorthin kommen. Aber zunächst einmal wird sie gebaut und zunächst einmal wird sie dann auch in Upa stehen. Und man kann sich schon vorstellen, dass das bei den Anwohnern auf nicht besonders viel Gegenliebe stoßen wird, denn sie haben immer wieder dagegen protestiert, auch gestern Abend hier eben lautstark, ich bin auch da gewesen, haben entsprechende Transparente auch mitgebracht und der Ball wurde hier auf dieser Versammlung gestern dann ein bisschen auch nochmal an die Landespolitik zurückgespielt, also die rot-rot-grüne Regierung, die solle Erstaufnahmezentren schaffen, anstatt das Ganze an die Kommunen auszulagern, aber die wiederum sagt, die Regierung von Manuela Schwesig sagt, wir haben schon zusätzliche Kapazitäten geschaffen, nur die reichen allerdings nicht. Und so wird das Problem hier in den Kommunen weiterhin bestehen und diese Aufnahmeeinrichtung in Upal, die wird wohl, so wie es jetzt aussieht, erst einmal dann im März kommen. Eine Diskussion, die also noch lange anhalten wird. Vielen Dank, Max.